4.41 Uhr, Wuppertal-Vohwinkel, Ortszeit. Wir sind früh unterwegs, denn wir sind Gefahrensucher und fahren jetzt gleich mit der ersten Schwebebahn seit 4 Monaten. Ja, die Älteren von Ihnen werden sich daran erinnern, vor fast 11 Jahren ist auch eine erste Schwebebahn nach längerer Umbauphase gefahren. Diese Schwebebahn kam nicht sehr weit. Die Schwebebahn ist abgestürzt. Und wir sind heute bei der ersten Schwebebahn mit dabei. Und falls wieder was passiert, sind wir die Ersten und die Exklusivsten mit Live-Bildern vom Unglück. Wir sind gespannt, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber gleich geht's hier los. Kann man gar nicht lesen. Oliver hat Handy-Ticket. Ich, Alter, hab Vierer-Ticket. So, nur noch 10 Minuten, bis es endlich losgeht und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin, glaube ich, seit meinem letzten Besuch im Phantasialand nicht so aufgeregt gewesen. Schönen guten Tag, eine kurze Frage. Wie gefällt Ihnen denn, dass die Schwebebahn wieder fährt? Oh, ich bin überglücklich. Ja, ganz gut so. Sehr gut. Gott sei Dank. Glücklich sind wir, dass die wieder fährt. Das ist schon klar, wie ich fahre jetzt zur Arbeit. Schönen guten Morgen. Schwebebahn fährt ja wieder. Wie finden Sie das denn? Ja, toll. Hammer, geil. Einmal. Kommt auch. Wo fahren Sie denn jetzt hin? Ich fahre nach Faresbeck. Hamburg, wollte ich gerade sagen. Hamburg. Schwebebahn jetzt auch bis Hamburg. 4 Monate ausgebaut und schon geht's nach Hamburg. Zum Hauptbahnhof, gut. Zur Arbeit? Ja. Wie sind Sie da hingekommen, als die Schwebebahn nicht gefahren ist? Ja, mit dem Bus, ne? Und? Furchtbar. Albtraum. Also Chaos ohne Ende. Bus, Zug, Bus. Ja, zum Teil zu Fuß. Das war die absolute Hölle. Wuppertal ohne Schwebebahn geht, glaube ich, nicht. Ich bin extra wegen der Schwebebahn hierher gezogen. Und dann muss ich Bus fahren. Hätte ich auch in Hahnwurm bleiben können. Ja, ist so. Jetzt mal ehrlich, keine Angst, dass die erste Bahn, die jetzt wieder fährt, auch abstürzen könnte wie vor 11 Jahren. Nein, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Sonst wäre ich ja nicht mitgefahren. Ich persönlich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch. Also ich bleib dran, ich gucke immer raus. Ich denke, es bleibt noch spannend. Wie gefällt euch denn, dass die Schwebebahn wieder fährt? Finde ich super. Ja, dachte ich mir schon. Hast ja direkt Kamera mitgenommen, um das zu filmen. Finde ich eine sehr gute Idee. Hätten wir eigentlich auch mal drauf kommen können. Habt ihr keine Sorge, dass irgendwas passieren könnte, wie vor 11 Jahren? Nee. Ich habe immer nur Angst, dass ich angequatscht werde oder so in der Bahn und irgendwie von irgendeinem Mikrofon. Das passiert Gott sei Dank selten hier in Wuppertal. Genau. Das passiert nicht. Also deswegen können wir eigentlich alle ganz beruhigt weiter Schwebebahn fahren. Vielen Dank. Danke. Ja, Wupperfeld haben wir jetzt auch hinter uns gelassen. Jetzt gleich Oberbarm. Also, wenn aus den letzten Metern jetzt nicht noch richtig was passiert. Ja, jetzt sind wir heil in Oberbarm angekommen. Einmal von Vohwinkel bis Oberbarm und es ist nichts passiert. Beweist sich doch immer wieder, es ist einfach nichts los in Wuppertal.